So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder Playmobil, Magazine und Comic. Und zwar das Playmobil Spirit Magazin Nummer 1 für 5 Euro. Und das Playmobil Spirit Comic Nummer 1 für 4,50 Euro. 50 Cent billiger. Ist auch eine ganz kleine Idee. Kleiner, 2 mm zählt nicht. Aber wie gesagt, das Magazin, das Comic und beides die Nummer 1. Deswegen habe ich einfach das Video gemacht. Ja, und Spirit ist ja im Moment so bei Playmobil, ich sag mal, Mädchen richtig beliebt. Und da ist eben zwei verschiedene, ihr seht es selber, Extras gibt mit jeweils ein kleines Pferd. Sieht süß aus, hier in Grau, in das Comic Nummer 1 und hier eben in so Beige, in das Magazin Nummer 1 und jeweils zwei verschiedene Figuren da drin. Zeige ich euch natürlich gleich nochmal. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es irgendwie witzig, dass das Magazin Nummer 1 und das Comic Nummer 1 einen Preisunterschied für 50 Cent hat und im Prinzip beide das gleiche Extra drin. Ja, der eine findet vielleicht dieses hier schöner mit ein schönes Blümchen, ja, Hemd an, eine Bürste dabei und hier ist so ein Äpfelchen zum Essen dabei und lange Haare. Also das ist wirklich zu den Extran. Naja, der eine will das lieber, der andere das. Aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt erstmal beides ab. Einmal erst von das Magazin. Abrubbeln, dass es nicht so auf den Tisch klebt. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare. Wie findet ihr die Spirit-Reihe? Magt ihr sie? Sammelt ihr sie? Oder kanntet ihr sie noch nicht? Seid ruhig ehrlich, schreibt es mir in die Kommentare, für mich und alle anderen natürlich. Und wenn natürlich Lust besteht, ihr wisst, ab und zu mache ich nun mal Playmobil-Wundertüten auf, Playmobil-Magazine, zwar jetzt weniger von Spirit und sowas, aber ich mache sie schon mal ab und zu. Habe ich mir gedacht. Und jetzt guckt mal genau hin. Magazin, Comic. Ja, da ist jetzt ein bisschen, ich nehme es mal jetzt hier weg, damit ihr das besser erkennen könnt. Es ist, das Haus ist identisch. Ja, was da drauf ist. Seht ihr das? So in etwa. Hier mehr von der Seite, da mehr von vorne. Aber trotzdem, hier ist die das graue Pferd mit das Mädchen mit der langen Haare, hier und da. Und da winkt, nee, da winkt sie doch nicht. Ist doch jemand anders. Aber nichtsdestotrotz. Ich muss das mal eben beiseite legen. Magazin. Comic, dass ich euch das gleich nochmal richtig zeigen kann. Ich fange natürlich jetzt erstmal in das Magazin drin an rumzublättern. Für Leute eben, die das Magazin lieber wollen. Ihr seht es ja. Ah, ihr seht schon. Sehr große Comicbeilage. Ist natürlich witzig, sowas immer teilweise. Aber nichtsdestotrotz, wer eins von beiden kennt, schreibt es in die Kommentare, wie es ist. Wenn ihr natürlich beide habt und beide kennt, schreibt ihr natürlich in die Kommentare, das Comic ist besser, das Magazin ist besser. Aber wie gesagt, das ist jetzt Geschmackssache wegen die Beilage, die dabei ist. Das Mini-Pferd und die Figur. Hier ist jetzt ein Poster drin. Einmal. Ups. Zweiter. Wie gesagt, das ist immer noch das Magazin. Dann Rätselspaß. Comicbeilage geht weiter. Dann was über Pferde, ist ja ganz normal. Merchandising darf nie fehlen. Backrezept. Malen. Rätselspaß, Gewinnspiel, Türanhänger, das war's. Magazin, rund 5 Euro. Comic, 4,50 Euro. Auch die Nummer 1. Wie gesagt, es sind beides die Nummer 1. Blättern wir jetzt in das Comic drin herum. Genauso angefangen. Comicbeilage natürlich auch groß und intensiv gezeichnet. Aber eben, hier ist ein
größeres Poster, ein Vierfachposter. Einmal, zweimal, oh nee, ein Achtfachposter. Das ist ja richtig mega. Merchandising House drauf, ihr seht es. Und auf der anderen Seite eben in gezeichnete Form. Aber wie gesagt, das Poster ist mega, mega groß. Dann geht es natürlich mit der Comicbeilage weiter. Ist natürlich, wer auf Comics mag, das Comic natürlich intensiver. Ist, glaube ich, 2 Seiten mehr Comic. Dann natürlich auch Rätselspaß. Ende. Das war's. Wie gesagt, Comic 4,50 Euro. Magazin 5 Euro. Comic. Nein, Magazin. Entschuldigung, da wollte ich Comic. So, jetzt zoome ich ran, dass ich euch das nochmal zeigen kann, wo was drin ist. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Comic 4,50 Euro, Magazin 5 Euro. Ist natürlich irgendwie ein Muss, denn die kleinen Pferde oder so ein Bauern, ich weiß ja nicht, was das für eine Serie ist, oder so eine Farm mit die Pferde, ist natürlich richtig cool. Ich finde jetzt zum Beispiel das graue Pferd interessanter, hat hier einen Verband. Aber hier finde ich die Figur schöner. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich versuche natürlich irgendetwas von Playmobil Spirit und sein Video zu verlinken. Sicher, bequem auf jeden Fall. Günstiger teilweise auch schon. Müsst ihr selber mal schauen. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare, was ihr besser findet. Oder habt ihr vielleicht beides? All das könnt ihr, sollt ihr posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.